Ich habe soeben meine größte Angst überwunden. Was das war, sage ich euch alles nachher. Ich bin angekommen. Unglaublich. Guten Morgen. Heute das dritte Video vom Rainbow. Und zwar kommen wir heute zu einer Sache, die für mich eine ganz, ganz große Erfahrung gewesen ist und die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Aus zwei Aspekten, zu denen ich noch komme. Es begab sich am ersten Tag der Aufstieg zum Rainbow. Und ich war natürlich total glücklich, endlich in Italien angekommen zu sein und nur noch diese Strecke von circa, weiß nicht, 7 Kilometern, auf jeden Fall 1400 Höhenmeter war das, glaube ich, zu absolvieren. Und dann bin ich endlich am Rainbow angekommen. Da habe ich mich total gefreut und dann ging die Strecke los. Und ja, nach ungefähr 3-4 Kilometern kam dann eine Stelle. Und zwar, ich muss dazu sagen, ich habe Höhenangst. Bisher dachte ich nicht, dass sie so ausgeprägt ist, aber das liegt einfach daran, weil ich nicht wirklich irgendwo ja, damit konfrontiert wurde. Aber ich habe schon in den ersten Kilometern gemerkt, da ist man an so einer Steilwand langgelaufen, dass ich da nicht runter gucken konnte, weil sonst ich so ein Schwindelgefühl bekommen habe und ich musste mich auf den Weg fixieren. Und das ging gut, es hat ein unwohles Gefühl und habe aber gesagt, okay, auf den Weg fokussieren, ne? Fuß vor Fuß setzen und dann kann nichts passieren. Und wenn du natürlich runter guckst, mit dem Schwindelgefühl ist natürlich blöd, deswegen fokussieren. Mein Rucksack hat 30 Kilo gewogen, das heißt, ich habe auch nicht ganz so die Stabilität wie sonst gehabt, aber ich hatte noch ein Gefühl her, okay, das geht. So, und habe mich natürlich gefreut auf das Rainbow. Ja, seit Monaten habe ich mich darauf gefreut. Und ja, und dann kam dann diese eine Stelle. Und an dieser einen Stelle musstest du ein Seil benutzen und du musstest so ein Fuß dort, ein Fuß dort. Du musstest sozusagen sehr, sehr stark koordinieren und dabei konntest du zwangsweise nicht nur auf den Weg schauen, sondern du musstest eben auf das Seil und auch so ein bisschen die Gesamtsituation betrachten. Und ja, und dabei fällt der Blick auch auf die Tiefe mit. Und ich stand davor und meine Intuition hat mir gesagt, du kannst dort nicht lang gehen. Die drei Frauen, mit denen ich dort war, die sind alle da vorbeigegangen und haben dann gesagt, oh Christian, das ist total einfach, komm einfach, ist easy und so. Und ich stand an der Stelle und ich konnte nicht weiter. Meine Intuition hat mir gesagt, nein, an dieser Stelle, da passiert entweder was oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich sollte da nicht lang gehen. Und das war natürlich ein hartes Stück. Ich saß da und ich habe mir die ganzen Wochen vorher oftmals, das ging um die Ernährung, es ging um kleinere Entscheidungen, oftmals mich geärgert, dass ich nicht meiner Intuition gefolgt bin. Und in diesem Moment stand ich dann da und sagte, meine Intuition sagt mir, ich soll da nicht lang gehen. Und da habe ich natürlich in erster Instanz erstmal geschaut, ist das tatsächlich die Intuition oder ist es einfach nur Angst? So, dann habe ich meinen Körper gefragt und mittlerweile, ihr kennt meine Videos zu dem Thema Unterscheidung Intuition versus Konditionierung. Eine Angst ist auch eine Form der Konditionierung, eine negative Konditionierung auf einen gewissen Aspekt sozusagen deiner Emotion, und habe das wirklich abgewogen und gehofft irgendwie zu sagen, nee, ist nur Konditionierungsangst, du musst das überwinden. So wie quasi die ganze Strecke bis dahin, da hatte ich auch so ein bisschen Angst und habe gesagt, nein, du konzentrierst dich und es geht. Aber nein, es war Intuition. Meine Intuition hat gesagt, du kannst da nicht rüber. Und an dem Punkt habe ich mir dann gesagt, Christian, jetzt sei konsequent. Das ist ein ganz klares Zeichen. War ein ganz klares Zeichen. Meine Intuition hat gesagt, nein, du sollst da nicht rüber. Und ich habe mich dann von den drei Frauen verabschiedet und gesagt, ich fahre wieder nach Hause. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie automatisiert ich das handhaben musste, weil ich habe mich so gefreut auf das Rainbow. Ich war mit dem ganzen Gepäck schon 3 Kilometer hoch, habe meine Ängste überwunden und war auch die Tatsache, dass ich das irgendwie organisieren musste, von diesen Bergen da wieder runterzukommen und irgendwie wahrscheinlich mit Taxi und Kosten, weil wir haben ein Auto gemietet und ich hätte dann irgendwie wandern müssen oder trampen oder was auch immer. Meine Intuition hat mir gesagt, nein, du gehst da nicht lang, und ich habe einfach dieser Intuition gefolgt. Auch wenn ich wusste, da kommt ein Haufen Komplikationen. Ich habe einfach gesagt, nein,
Mein Körper, mein Herz, meine Intuition, wie ihr das nennen wollt, sagt nein. Und ich habe mich verabschiedet und habe gesagt, nein, ich kann nicht mit zum Rainbow. Und nachdem ich das getan habe, habe ich mich gut gefühlt. Obwohl ich mich total gefreut habe, habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich habe meine Intuition vertraut. Und ich bin da nicht lang gegangen. Und ich saß dann da. Und dann ging natürlich die Situationsanalyse quasi. Was mache ich jetzt? So geguckt und erstmal habe ich überlegt, gibt es noch irgendeinen Weg zu dem Rainbow zu kommen? Bevor ich dann überlegt habe, wie ich dann das arrangiere, dass ich wieder nach Hause komme. Und ihr müsst euch vorstellen, das war halt, also wenn das ist sozusagen der Berg, hier war sozusagen der Weg, wo man dann halt diese Passage überwinden hätte müssen und dann geht der Weg hier weiter an diesem Berg. So, und ich stand halt hier und habe gesagt, ich muss dorthin. So, an dieser Stelle kann ich nicht rüber. Nach unten gucke ich sowieso nicht, das heißt Dings. Aber dann war ja noch die Situation, da wäre ein Berg. Und ja, dann habe ich tatsächlich mir das angeschaut, meine Intuition gefragt. Und da war an einer Stelle, wo von oben das Wasser runtergeflossen ist, wenn es halt geregnet hat, ein ausgetrockneter Steinhang. Das war also nicht dieses, wo das Laub die ganze Zeit war, sondern da war so ein Steinhang mit ganz vielen Steinen. So. Und ich habe da hingeschaut und habe überlegt, kann ich das schaffen? Kann ich den Berg besteigen mit diesem 30 Kilo Rucksack? Von dem Weg abgehen, dann einfach nach oben, dann oben quasi über den Berg und unten auf der anderen Seite wieder runter auf den Weg. Und meine Intuition gefragt. Und die Intuition hat gesagt, probier es. Probiere es bis zu dem Punkt, wo es geht. Und ja. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich halt da lang gelaufen und ich, ja, kann gar nicht sagen, dass es in irgendeiner Weise ja, anstrengend oder schwer war, sondern ich hatte das gute Gefühl, meiner Intuition zu folgen und dass ich da diesen Weg auch, also Weg, also den Berg in irgendeiner Weise hochkomme und das hat ein gutes Gefühl. Und ich hatte auch keine Angst, obwohl das meiner Meinung nach sicherlich objektiv gefährlicher gewesen ist, als diesen einen Schritt oder diese zwei Schritte zu tun. Aber ich hatte ein gutes Gefühl. Das ist die Intuition und es ist so wichtig in seinem Leben eben manchmal nicht auf die klaren Gedanken zu hören, also auf sein Denken, dass dieser Weg viel gefährlicher ist als die zwei Schritte, sondern tatsächlich seinem Herzen zu folgen und einfach das zu tun, ohne darüber nachzudenken, dass es vielleicht unvernünftig sein könnte, auch weil ich dann alleine war und wäre ich da runtergeputzelt, das hätte nie jemand ja, da mitbekommen und da ist auch noch nie jemand lang gelaufen, dafür war ja der Weg da und ich hatte einen 30 Kilo Rucksack. Aber ich hatte eine gute Intuition, ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Bin ich hochgekraxelt und oben dann lang und auf der anderen Seite mit dem Po auf dem Laub sozusagen runtergerutscht und dann war ich wieder auf dem Weg. Und dann ja, war ich doppelt stolz auf mich. Erstens, ich habe meiner Intuition vertraut und habe gesagt nein, auch wenn ich mich total auf das Rainbow gefreut habe und obwohl die drei Frauen gesagt haben, boah, ist total einfach, komm einfach rüber, ganz easy, gesagt nein. Meine Intuition hat nein gesagt. Ich folge meiner Intuition, nicht meiner, was auch immer, Bequemlichkeit oder den Wunsch mehr zu bekommen oder dieses Event unbedingt ja, besuchen zu können, sondern sagt nein, ich gehe wieder nach Hause. Ich höre auf meine Intuition, das ist ein gutes Gefühl. Das zweite ist, dass ich halt mit einem 30 Kilo Rucksack einen Berg bestiegen habe, wie auch immer, und ja, und das einfach geschafft habe. Und das war für mich so schön, auch zu sehen, dass ich in solchen Situationen, die wirklich echt schwer sind, meine Intuition folgen kann. Und ich bin nur bestärkt, auch jetzt in kleineren Sachen, einfach meiner Intuition zu folgen und zu sagen, ja. Weil der eine wird sagen, ja, das ist dann logisch, dass dann was anderes sich öffnet, wenn man seiner Intuition folgt. Nein, ich denke, das war einfach nur Glück, dass ich dann in dem Moment den Gedanken hatte, dann auf den Berg hoch zu kraxeln. Ich hätte auch nach Hause fahren können und ich war trotzdem stolz gewesen. Und ja, ich denke einfach, das ist enorm, enorm für mich wichtig gewesen, diese Erfahrung zu machen und deswegen wollte ich die unbedingt mit euch teilen. Wenn ihr ein klares Gefühl habt für eure Intuition, aber immer schauen, ob das nicht Konditionierung ist. Das ist ganz wichtig, ich habe da viele Videos gemacht, ich kann es euch leider nicht mal verlinken, weil das war in den ersten Tagen meines veganen Tagebuchs, da habe ich das Thema ganz häufig aufgegriffen, weil da habe ich lange trainiert, um zu schauen, wie kann ich wirklich Konditionierung von Intuition unterscheiden. Vielleicht, wenn euch das interessiert, mache ich nochmal ein explizites Video dazu.
Ne? Also was kommt wirklich aus einer inneren Stimme und nicht, weil es uns antrainiert wurde, also konditioniert wurde, sondern weil das wirklich diese innere Stimme ist. Und ja, und jetzt habe ich den roten Faden verloren. Aber ich glaube, ich habe mich halt bestimmt schon zweimal, dreimal wiederholt. Quintessenz, folgt eurer Intuition. Ich bin meiner gefolgt, bin total glücklich. Das wollte ich heute mit euch teilen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss. Eins habe ich noch vergessen. Morgen gibt es das letzte Video zum Rainbow. Und zwar geht es darum, um Minimalismus. Was ich dort erfahren habe beim Rainbow und welche Gedanken das für mich ausgelöst hat, auch für meine Situation hier zu Hause. Morgen. Sehen wir uns wieder. Macht's gut.